Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich die Unterkonstruktion meiner Terrasse komplett erneuert habe, neue Balken eingezogen habe, neue Aluminiumprofile als Unterkonstruktion eingebaut habe und meine alten BPC-Dielen wieder installiert und mit einem Kärcher gereinigt habe. In diesem Video kommt der nächste Schritt und zwar möchte ich mit diesen Pfostenschuhen beginnend hier ein Dach über diesen Bereich hinweg bauen. Auf der Höhe des Carports möchte die Mülltonnen auf dieser Seite überdachen und auch den Bereich dieser kleineren Gartenküche überdachen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran, gleich geht's los. Diese Terrasse hier, zumindest die Dielen, sind schon 10 Jahre alt und halten immer noch perfekt. WBC, zumindest dieses hier, ein tolles Produkt, was ich gerne weiterempfehle. Am anderen Ende seht ihr meine allererste Gartenküche, eine kleine Gartenküche, die teilweise noch genutzt wird. Ihr wisst ja, ich habe mir eine deutlich größere im anderen Teil meines Gartens gebaut. Was mich an dieser Gartenküche aber stört, ist, ihr seht es, das Ganze ist nicht überdacht und im Laufe der Zeit hat der Regen hier Schmutz und dergleichen eingetragen. Ich möchte das Ganze nun überdachen mit einem ordentlichen Fachwerkdach, nach oben hin sicher und begehbar und auch kompatibel, um dort oben mal eine PV-Anlage zu installieren. Heute werde ich damit beginnen, das Fachwerk aufzustellen. Ich werde die Pfosten installieren, ich werde die Querstreben installieren, die Sparren installieren, bevor dann der Rauschbund und die USB-Platten und das eigentliche Dach installiert wird. Das Holz habe ich schon eine längere Weile vor Ort. Ich habe 12x12 cm Balken als Grundkonstruktion. Ich habe kräftige Sparren als Trägerkonstruktion, etwas schmalere Sparren für die Konterlattung, wenn ich so sagen darf. Und die Unterkonstruktion des Daches wird mit Rauschbund hergestellt. Grundsätzlich sollte das Ganze vorher schon gestrichen werden, bevor es installiert wird. Leider ist es so, dass wir nach wie vor Minusgrade haben in der Nacht, beziehungsweise nicht annähernd an die 10 Grad herankommen, die ich benötige, damit ich diese Farbe ordentlich auftragen kann. Aus diesem Grund werde ich das Ganze später streichen. Idealerweise macht man das aber vorher. Die Pfosten, 4 Stück werden es werden, werde ich hier auf der Terrasse installieren. Zum einen habe ich beim Neuaufbau der Terrasse hier bereits solche H-Pfostenanker eingebaut, habe sie mit KG-Rohren in die Erde einbetoniert, damit das Ganze wirklich bombig hält. Hier ist der zweite und auf der Oberfläche hier oben drauf werde ich dann entsprechende Pfostenschuhe installieren, um dort einen zweiten Balken zu installieren. Die Höhe wird in etwa mit dem Carport, den ihr auf der Rückseite sehen könnt, in einer Fläche durchgehend sein. Das Ganze ist schweres, massives Holz, da braucht es natürlich auch ordentliches Material. Ich habe mir für die Pfostenschuhe, die dort oben drauf installiert werden, diese Halterung besorgt. Und zusätzlich Aluminiumbleche, die sollen die Last da oben doch ein wenig besser verteilen, indem diese Bleche unten aufgeschraubt werden, die Anker oben drauf und die Fläche besser verteilt wird. Denn hier unten drunter befindet sich Gasbeton, Ytong-Steine, die halten dieses Gewicht auch aus, aber ich muss es ja nicht übertreiben. Und wenn man die Belastungsfläche verteilt, kann es auf jeden Fall nicht schaden. Was brauche ich noch? Ich habe meine Kappsäge dabei, um die großen Balken auf die nötige Länge zu schneiden. Ich habe Schraubzwingen und natürlich zur Befestigung. Das sind jetzt nicht die typischen Schrauben für das Bild, was man irgendwo an der Wand dranhängt. Das sind 30 cm lange Holzschrauben, um die Balken miteinander zu verbinden. Ihr dürft gespannt sein. Ich lasse das Video einfach nebenher mitlaufen bzw. die Kamera und zeige euch, wie das Ganze installiert wird, wenn das Dach drauf kommt und später Elektrik, Netzwerk und eine PV-Anlage. Wenn euch das Ganze interessiert, dann abonniert spätestens jetzt meinen Kanal. Gebt mir schon mal das Like für dieses Video. Dürft ihr auf jeden Fall auf die Fortsetzung freuen. Und wenn ihr Interesse habt an den Materialien, die ich hier verwende, dann schaut doch mal unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich das Ganze verlinkt. Könnt ihr draufklicken, das Ganze nachkaufen. Gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für mich und meinen Kanal.
genug Werbung gemacht. Jetzt geht's los mit der Zuschnitt, mit dem Zuschnitt der Pfosten, mit dem Einbau der Pfosten. Viel Spaß damit. Und wenn ihr Ideen und Gedanken für mich habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Freue ich mich riesig drüber. Bis gleich. Das Fachwerkgrundgerüst, das steht. Ich habe die Balken installiert, die Pfosten stehen und auch die Verstrebungen, die Versteifungen habe ich eingebaut. Das Ganze mit den langen Holzschrauben einfach hindurch. Hier wackelt nichts mehr. Aktuell haben wir Mitte März und immer noch Temperaturen minus 5, minus 6 Grad in der Nacht. Das bedeutet, ich kann noch immer nichts streichen, ich kann auch nicht den Hausspund streichen, ich muss da einfach noch warten. Was ich aber tun kann, ist einen Fehler bereinigen, der mir hier bei der Installation passiert ist. Folgendes ist passiert. Ich habe dieses Blech als Unterkonstruktion eingebaut, um das Gewicht dieses Pfostens in der Fläche zu verteilen. Die Pfostenanker links und rechts haben aber nicht das Maß der Balken. Die Balken haben 12 cm mal 12 cm. Dieser Pfostenschuh hat aber 12,5 cm. Der ist sehr, sehr ungenau gearbeitet. Da muss ich mich noch drum kümmern. Aber das Problem ist nun da. Beim Anschrauben hat es mir den Pfosten jeweils unten nach oben gezogen und bei der Gelegenheit natürlich auch gleich die Dübel aus dieser Gasbetonwand herausgezogen. Wie soll ich das Ganze nun befestigen? Nun, der Trick, den wir jetzt vorhaben, ist folgender. Ich habe ein weiteres Brett, diesmal aus schönem Douglasienholz. Dieses Brett wird nun unter den Balken, unter beiden Balken eingeschoben, wird in der Fläche mit dem Gasbeton verschraubt. Die Last drückt ja nach unten. Es geht nur darum, dass es nicht nach links und rechts wegrutscht. Dann werde ich neue Pfostenschuhe installieren, die passgenau sind. Und diese kann ich dann direkt mit dem neuen Brett, welches hier liegt, befestigen. Klingt nicht schlimm, ist es aber, denn entweder baue ich alles wieder zurück, um überhaupt da unten ranzukommen. Oder ich probiere Folgendes. Ich stütze die Balken mit diesen Schwerlaststützen ab, hebe das Regal, dieses Fachwerk praktisch ein wenig nach oben. Dann wird alles abgebaut und der Balken abgesägt, denn dieses Holzbrett, was ich darunter schiebe, hat natürlich eine gewisse Stärke und die muss da reinpassen. Mal sehen, ob das Ganze klappt. Das Brett, das haben wir aufgebracht.
Und wie ihr sehen könnt, hält das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Und mit den neuen Pfostenschuhen, die wirklich maßhaltig sind, konnte der Balken sehr, sehr gut befestigt werden. Da bin ich jetzt wirklich glücklich drüber, das Ganze funktioniert. Und wie ihr gesehen habt, hat das Wetter mittlerweile auch umgeschlagen. Wir haben es Ende März, Anfang April und die Sonne kommt nun doch öfters raus, so dass ich das Ganze jetzt schon streichen konnte. Einige Bereiche habe ich bereits zweimal streichen können, andere erst einmal, aber das kann ich ja auch noch nachholen. Heute werde ich damit weitermachen, die Rauschbundbretter, die ich ja schon zweimal vorgestrichen habe, oben auf das Dach anzubringen. Wie gehe ich dabei vor? Nun, vom Prinzip her recht simpel. Ich werde auf der Rückseite beginnen, denn dort haben wir die Balken ausgemessen, dass sie wirklich den gleichen Abstand haben. Hier auf der Vorderseite schwankt das Ganze um 1 bis 2 cm, die später aber nicht mehr zu sehen sind. Die Bretter haben ein Nut-Federsystem, wie man hier sehr schön sehen kann. Das heißt, diese Federn werden auf der anderen Seite dann in die Nut hineingepresst. Ich werde die Bretter hineinstecken, werde sie mit einem Schlagholz hinterherklopfen, dass das Ganze wirklich bombig sitzt und das Ganze dann jeweils an diesen Sparren verschrauben. Das Ganze habe ich in meiner anderen Gartenküche auch schon getan. Das sollte auf jeden Fall halten. Sobald diese Bretter auf dem Dach drauf sind, kommen da die OSB-Platten drüber und darüber dann erst einmal reihum die Regenleitbleche. Die Traufbleche für die Regenrinne, die vorderen, die seitlichen Ortbleche und dergleichen, bevor ich dann die Schweißbahn aufbringen kann. Und dann ist das Dach auch schon fertig. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum so ein Aufwand, warum so viel da oben drauf? Nun, das Thema PV ist immer wichtiger, Stromsparen ist immer wichtiger und ich möchte hier einfach die Option haben, dieses Dach später einmal mit PV-Modulen belegen zu können. Und ich bin hier auf der Wetterseite, das heißt, wenn der Wind hier rüber geht, soll das Ganze schon richtig Bums haben und richtig stabil sein. Übrigens, egal ob PV, ob Gartenküche, ob mein Pool und dergleichen, wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt mir doch jetzt einfach mal den Daumen nach oben. Würde ich mich riesig drüber freuen, bringt mich und meinen Kanal voran. Wenn ihr mir was sagen wollt, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare. Ich antworte gerne, das wisst ihr. Und natürlich, der Algorithmus freut sich drüber, wenn ihr auf meine Videos reagiert. Wenn ihr ähnliche Projekte vorhabt, das Ganze nachbauen wollt, dann schaut auch mal unter das Video in die Videobeschreibung hinein. Dort habe ich euch die Werkzeuge, die Produkte, all das, was ich hier verwende, verlinkt. Der gleiche Preis für euch, eine kleine Provision für mich und meinen Kanal, um das Ganze hier auch zu finanzieren. Ich danke euch an der Stelle für eure Unterstützung und tja, genug Werbung, wie es so schön heißt. Los geht's mit dem Aufbringen des Rauschbunds.
Das Dach ist fast fertig. Den Rauschbund, den habe ich fertig verschraubt und auch die USB-Platten sind auf dem Rauschbund befestigt worden. Die Seiten habe ich ausgemessen und mit der Handkreissäge auf der rechten und auf der linken Seite sauber abgeschnitten. Auf der Rückseite habe ich ein zusätzliches Blendbrett montiert. Einfach um die Optik ein wenig zu verbessern, um dahinter dann die Elektrik zu verbergen und natürlich auf der Vorderseite die Regenrinne anzubauen. Um die Regenrinne anzubauen, benötige ich jedoch noch die Wasserleitbleche und die sind nun endlich geliefert worden. Passend zu den Blechen, zu den Ort- und Draufblechen an meinem Carport, welche in Anthrazit gehalten sind, habe ich auch hier für diesen Bereich anthrazitfarbene Bleche bestellt. Bei diesen Blechen gibt es nicht viel zu beachten. Eine gute Qualität. Hier ist sogar noch die Folie drauf. Die muss ich auf jeden Fall vorher abmachen. Dieses Blech kommt an der Seite vom Dach angeschraubt. So. Mit Spenglerschrauben werde ich das Ganze im Abstand von 50 cm befestigen. Der Seitenteil, dieser hier, verläuft dann an der Seite des Daches herunter und bildet einen optischen Anschluss. Das obere Teil, dieses hier, welches verschraubt wird, wird dann zusätzlich mit der Schweißbahn beklebt. Das bedeutet, die Schweißbahn geht bis auf dieses Blech drauf, wird hier dran angeklebt und somit ist das gesamte Dach absolut wasserdicht. Auf der Vorderseite und über der Regenrinne werde ich diese Draufbleche montieren. Auch diese werden auf der einen Seite am Dach festgeschraubt und auf der anderen Seite, wo die Abtropfkante sich befindet, wird das Ganze entweder nach vorne fallen gelassen oder nach hinten in die Regenrinne hinein. Ein denkbar simples Prinzip. Das Ganze ist nicht nur ein schöner Abschluss, sondern auch zweckdienlich, denn das Ganze schützt vor Wasser. Das Holz darunter hat dann keine Probleme mehr. Die Regenrinne habe ich auch schon da. Und zwar, wie bereits bei meiner anderen Gartenküche, auch hier ein Komplettset. Die Rinne selber besteht aus mehreren Segmenten, Einzelteilen. Diese Größe ist für die Fläche des Daches, für das erwartete Wasser absolut ausreichend. Diese Regenrinnen gibt es in verschiedenen Abmessungen von bis. Das ist jetzt die Variante, die bis zu 5,5 Metern genutzt werden kann. Mein Dach hat in der Breite ungefähr 5,10 Meter, beziehungsweise nach dem Abschnitt dann weniger als 5 Meter, denn die Schweißbahn muss ja auch noch drauf passen. Es gibt den Kleber dazu für die Regenrinnen. Es gibt Schrauben und Halterung für das Regenfallrohr mit dazu. Und eine Anleitung, die das Ganze erklärt. Die einzelnen Bauteile, die hier verwendet werden. Im Endeffekt nutze ich diese Variante hier. Ich werde die Halterung an das Holz schrauben, werde den Rinnenhalter befestigen, die Rinne einklipsen und dann das Regenfallrohr über diese flexiblen Winkelstücken befestigen, so dass das Ganze auch ein Gefälle hat. Wie macht man das in der Praxis? Nun, das Gefälle stellt man denkbar einfach her, indem ich den ersten Rinnenhaken an der oberen Fläche, also an der höchsten Stelle des Brettes, montiere und ein zweites tiefer. Auf dieser Seite, hier soll das Regenfallrohr nach unten weggeführt werden. Diese beiden sollten auf jeden Fall ein Gefälle haben, was das Wasser langsam, nicht zu schnell, aber auf jeden Fall ableiten lässt. Dann spanne ich mir zwischen dem ersten Rinnhaken und dem letzten Rinnhaken eine Schnur, genau in der Mitte der Rinne hindurch. Und anhand dieser Schnur kann ich dann alle restlichen Haken, die ich hier habe, ausrichten, ja, indem ich die auf die gleiche Position schiebe wie auch die anderen. Und so schaffe ich auf die komplette Länge das gleichmäßige Gefälle. Denn eins ist wichtig, die Regenrinne sollte auf keinen Fall in der Mitte irgendwo durchhängen, denn sonst sammelt sich dort nicht nur der Dreck, sondern irgendwann auch das Wasser, welches dann nach unten hindurchläuft. We'll be right back.
Auch die Schweißbahn ist nun auf dem Dach verklebt worden. Das Dach ist somit fertig. Ich habe vom Aufbau den Rauschbund, die OSB-Platte und oben drüber die Schweißbahn. Das Dach ist absolut dicht. Da oben werde ich dann PV-Module installieren. Ich werde die Elektrik dafür komplett neu legen müssen. Natürlich möchte ich auch Elektrik noch im hinteren Bereich anbringen für einen Bewegungsmelder, der dort eine Beleuchtung schaltet für die Mülltonnen. Der Bewegungsmelder muss aber abschaltbar oder für den Dauerbetrieb geeignet sein, denn hier dieser Bereich ist belebt und wenn der Bewegungsmelder regelmäßig reagiert, während man hier vielleicht grillt oder gemütlich beisammensitzen möchte, macht das nicht wirklich Spaß. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, wie ich die PV-Module aufbaue, die Bewegungsmelder, die Beleuchtung, die Elektrik, das Netzwerk und so weiter, dann abonniert jetzt meinen Kanal. Dann verpasst ihr das neue Video nicht. Hat euch mein Video hier gefallen, gebt mir den Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen und habt ihr genauso viel Spaß und Freude am Bauen im Garten und benötigt das Material dazu, dann schaut doch mal unter das Video in die Beschreibung. Alles das, was ich hier verwende, habe ich euch dort verlinkt mit Werbelinks. Wenn ihr dort einkauft über Amazon, bekomme ich eine kleine Provision. Euer Preis bleibt aber der gleiche, so finanziert sich mein Kanal. Ich freue mich auf eure Reaktionen, auf eure Kommentare unten in der Kommentarspalte. Schreibt mir einfach, dass wir uns austauschen können. Wie habt ihr das gemacht? Was würdet ihr vielleicht anders machen? Welchen Tipp habt ihr für mich? Freue ich mich riesig drauf. Und an der Stelle bin ich bereits fertig und freue mich auf das nächste Video. Wenn ihr wieder mit dabei seid, umso besser. Macht's gut. Ciao.